Ich bin mal wieder draußen an der frischen Luft. Heute geht es zum Oldtimer-Treffen an Bärwalder See. Gesagt haben sie ja Regen, bisschen schlechtes Wetter. Im Radio sagen sie, gutes Wetter, paar 30 Grad. Ja, weiß wieder keine Sau, was los ist. Unterwegs hat es ein bisschen geregnet. Aber da dachte ich, drehst du jetzt um oder fährst erstmal hin und guckst. Ausgerüstet bin ich ja mit Tüten und Beuteln. Falls die Technik ein bisschen nass werden sollte, packe ich sie ein. Ansonsten sieht es gut aus. Bisschen düster, aber gut. Da stürzen wir erstmal los. Ja, mal sehen. Volle Ausrüstung wieder, wie immer. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Schön warm. Wollte schon Jacke mitnehmen, zwecks dem Regen. Aber ich dachte, ja, mach mal lieber nicht. Schleppst eh schon genug Mist mit. Muss nicht sein. Aber es geht so. So, da gucken wir mal. Kleine Stinker. Ja, die ersten machen einen schönen Ausflug. Ich hoffe, dass ich heute genug Taschengeld mit habe. An das habe ich jetzt gar nicht gedacht. ja, also ist das. Ansonsten muss ich Teller abwaschen gehen oder Straße putzen. Mal sehen. Hier lang. Danke. Gut. Dann gehen wir mal. Du brauchst wieder drei Hände heute. So, wo fangen wir an? Geradeaus, links, rechts. Hallo. Ja, aber du kannst dir das ja mal angucken. Ja, erstmal gucken. Genau. Ich weiß mal gar nicht, wo es erst gucken soll. Das Wetter ist auch geil zum Fotografieren heute. Echt schöne Kisten. Ich darf nichts vergessen.
geile Sachen stehen hier rum. Das sind auch Autos. Love Me Do, 1962 war das die erste Single der Beatles, auf der B-Seite übrigens, P.S. I Love You. Ja, sowas wollten wir eigentlich machen und viele haben das auch begonnen, aber wie gesagt, dann kam ja jene legendäre Tagung mit diesem uns allen unvergesslichen Satz. Notenbude. Und da trat diese Band nochmal auf mit neuem Namen und einem witzigen Song und hat so einen Popularitätsschub bekommen, dass das Kreiskabinett für Kulturarbeit Oranienburg beschlossen hat, die Existenz der Kapelle doch wieder anzuerkennen. So ist es wirklich passiert. Ich habe mich da wirklich nochmal erkundigt und Hendrik Wendt und Volker Thiele haben das so bestätigt. Und dieses lustige Liedchen haben wir dann damals auch gespielt, weil als wir uns der Einstufung gestellt haben, um die Spielerlaubnis zu bekommen, in unserem Ort, also in dem kleinen Örtchen, wo ich damals groß geworden bin, in der Nähe der Stadt mit den 3 O, also in der Nähe von Gourmandstadt, wie würde man zu diesem Song sagen, das war ein Klassiker. Ne?
muss man sich mal vorstellen, was das für ein Kindergarten war. So, ich habe hier mal in die Runde geschaut. Das ist eine meiner Zustimmung, das ist nicht zu laut. Wenn das irgendwie zu laut ist, dann kommt sie nach vorne. Schauen Sie, dass ein 20-Euro-Schein im Punkt von mir in der Versammlung war. Ja,
Was? Der VW Corrado, diese Sportmaschine. Echt schöne Autos. Weiß ich heute wieder nicht, was ich zuerst machen soll. Knipsen oder filmen. Aber ich gehe erstmal eine Runde filmen und dann noch eine Runde Fotos machen. Und dann war es das. Ich weiß nicht, ob der D-Max von jemandem geschenkt bekommen hat oder so. Kann gut sein. Ich habe die Leute bei meinem So schöne Autos.
definitiv. Ich verbinde sie mal zu der. Du musst ja alles am Computer sehen, wenn du brauchst deine Scheiße nur das eingeben. Ja. Ich komme mal wieder ran und sage so und so viel Preis. Ich habe hier den Computer. Alex, das ist ja ganz gut und schön. So, aber das wäre ja mal anständig gewesen. Können Sie mal dazu geschrieben lassen, was ich versäumt habe. Aber der AK ist halt immer Oliver. Mit dem bei Top 4 der Herren, da muss ich die höchste fahren. Das ist halt immer Oliver. Du musst jetzt nie jeden Stein mitnehmen. Zählen brauchst du sie Haarflansch oder Faulflansch? Wahrscheinlich Faulflansch. Ach so, okay. Okay. Da sind wir noch ein Zettel dabei. Geil aus. Der noch mit dem Chassis unten, ja, der besten.
Ist das Ding 14 Tage nicht gelaufen und da haben wir Fehler gesucht. Das ist eine Düner-Startanlage, also Lichtmaschine und Anlass sollte eigentlich. Da ist geschwaddelt, Mojo. Ja, genau, das hat er gemacht, ja. Mein Sohn, dem gehört ja das Ding. Also ich habe es aufgebaut und er hat es dann weitergebaut. Und der ist ja dann so unter dem Motto, wenn es heute geregnet hätte, nimmt das morgen auseinander und putzt es. Das ist schlecht. Ja, unschön. Muss ich gucken, dass ich nichts vergesse. Doppelt ist nicht schlimm, aber vergessen. Es gibt so viel Schönes zu sehen hier. Zum Glück regnet es noch nicht. Staunlich. Auf jeden Fall, der hat den 924 Wochen gehabt, aber thank you.
wo jetzt können wir? Der wurde komplett restauriert. Aha. Und dann bei einer Ausfahrt ist er eben komplett wieder abgebrannt. Boah. Und wieder komplett aufgebaut worden. Wahnsinn. Aber ich sage, das sind noch Autos, die kann man fahren, die kann man angucken. Jedes Auto sieht anders aus. Ja. Heute, da guckst du die Autos an, da weißt du nicht, was es ist. Und vor allem, die gehen da kaputt, rosten durch. Und das, ich weiß nicht, ich stehe auf sowas, mag das. Danke. Vielen Dank, das war die zweite Runde, hat Spaß gemacht und ich denke mal, wir haben eine gute Idee, wie wir alle diese Musik immer rausgeworden sind. Der Mirko hat jetzt noch ganz viel zu erzählen und ganz viel Musik zu machen und in ein paar Minuten mache ich dann weiter. Und dann Zeuge, sondern auch zwei Räder hier. Das heißt, was ich heute wieder vergessen habe, ein bisschen Geld mitzunehmen, gestern noch dran gedacht und heute wieder vergessen. Aber ich hoffe, dass es für ein Bier reicht. Der nächste V8, den man vorstellen möchte, kannst du ruhig mal hochkommen hier. Bin ich immer im Mittelpunkt, ne? Sag mal kurz deinen Namen, du bist. Der René, kann ich bemerken, wunderbar. Komm, wir winken mal hier zur Kamera. Ne? Das ist die Kamerafrau. So, was hast du Feines mitgebracht? Für mich sind ja, Cadillac, Camaro, das sind so die Klassiker. Und was hast du für einen mitgebracht? Ich habe gerade den 71er Chevrolet El Camino mitgebracht. Der ist auf der Plattform von der Chevelle aufgebaut. Als Pickup, Truck, bin Farmer. Hat einen 350er Motor, 5,7 Liter, 270 PS. Wurde in Los Angeles gebaut, hat Kalifornien nie verlassen, ist bis November 20 noch gut gefahren. Den haben wir seit letztes Jahr, also unser Hochzeitsgeschenk für uns selbst. Motorgetriebe, alles original, noch nie irgendwas gemacht worden.
Das ist ja der Wahnsinn, ne? Die 71er Baujahr. Ne? Und weitestgehend original, wir haben uns davon schon mal unterhalten, das Hakenzeichen bekommt man ja nicht so ohne weiteres, nicht? Da muss ja alles wirklich, also über 90% muss original sein und das ist natürlich abgenommen worden. Obwohl der Lack ja schon mal drüber gesprüht wurde, aber zählt noch. Also TÜV-Prüfer sagen ja, okay, gut, das ist zeitgemäß dieser Lack. Und für mich war wirklich so das Erstaunliche, schöner langer Schlitten, aber Ladefläche. Ja, 580 Kilo Zuladung. Eye-Trackers hinten, also man kann quasi je nach Beladung Luft auf- oder ablassen. Schlecht. Selten gesehen mit Ladefläche, du kannst doch mal hochklappen, ne? Wir haben ja vorhin gesehen, oder haben wir uns unterhalten, es gibt ja direkt, kann man ja die Ersatzteile kaufen oder man kann es immer noch sich gestalten, das Auto. Da gibt es natürlich so eine Industrie, natürlich auch so eine Szene, kann man richtig gut Geld lassen. Ein geknüpftes Verdeck und das ist jetzt einfach mal so mit Dämpfern gehobenes Verdeck und hinten eine Ladeklappe. Relativ selten diese Ausführung, würde ich sagen. Ja, muss man schon ein 6er Lotto haben, um ein Auto zu bekommen. Genau, ich will jetzt nicht drüber reden, was so ein kleines Wägelchen kostet. Ne? Man muss sich ja auch mal was gönnen, ne? Zur Hochzeit, habe ich mir sagen lassen. Ne? Ja, ja, nicht schlecht. Also ist auch, denke ich mal, auch so ein bisschen kompliziert, aber es gibt ja Firmen, die sich da arrangieren, das Ganze von den Staaten hier rüber zu bringen. Aber es ist natürlich immer eine Frage, Daumen, Zeigefinger. Ne? Ja, bei einem Händler hinter Hannover in Minden geholt, im Internet gesehen, sofort verliebt, mit der Bahn hingefahren, 1,5 Stunden bewertet die. Das Auto und dann mitgenommen. Also 540 Kilometer wieder zurück, Härteprobe auf der Autobahn, keine Probleme. Das hat man vorhin auch schon gehabt mit dem jungen Herrn, im Internet gesehen, hingefahren, verliebt und sein neues Baby. Kannst du mal kurz die Ladeklappe zeigen? Also wie gesagt, das ist für mich so faszinierend, so ein Wegelchen, so ein Schlitten mit einer Ladeklappe, so richtig schön für den echten, also kann ich mich draufsetzen. Also das, ich mit meinen 86 Kilo, das hält. Ja, schön.